Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Secret of Mana. Und zwar wird das hier wieder eine kleine Auflevel-Folge, also es wird eine ziemlich große sogar. Dafür lege ich jetzt direkt mal die Werte wieder um. Und zwar machen wir als erster hier die nette die Froster. Und bei Socke, da passt eigentlich das schnelle Kommando. Wir können hier, ja, machen einfach mal Energie so. Von den MP ist es egal. Ah gut, dann gehen wir mal ganz kurz nach oben, erlegen da alles und Magie ist ein bisschen abfuckiger als Waffen, aber wir könnten auch gleich die richtigen Waffen austeilen. Wenn ich gerade schon drauf komme, dass ich ja Waffen aufbauen muss. Und zwar fängst du mal an mit der Axt. Socke macht weiter den Handschuh und du hast ja nichts. Also du musst halt auch die Axt machen, aber kannst du noch nicht. Okay, ja. Ich schalte deswegen auch um auf dich. Dann brauche ich nämlich nicht kämpfen, nur die anderen zwei Deppen können kämpfen. Ja, ja, Zeit stoppen brauche ich dich gar nicht. Das ist etwas unnötig, weil das sind ja wirklich Folgen, die mache ich halt so lange, wie es ja eben dauert. Und wenn es auch 5 Stunden dauern wird, was irgendwann eine Auflevel-Folge dauern wird, dann nehme ich 5 Stunden am Stück. Vielleicht mache ich daraus dann 1 Stunden-Parts, aber... Das wird dann so sein beim Mana-Tempel tatsächlich, wenn wir da sehr viel Stuff machen. Das werden sehr lange Folgen. Und jetzt seht ihr auch, Socke Zauber ist gleich viel größer und hier alles Mögliche wird hier geheilt und... Ja, das ist halt jetzt ein bisschen abfuck, das Aufleveln. Aber das muss halt sein. Das gehört zu diesem Spiel dazu und irgendwie, wenn es nicht da wäre, würde ich glaube ich auch was vermissen. Boah, zerstört das Ding nicht. Werd einfach mal geheilt. Okay. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt halt jede Magie auf Stufe 2 bringen und das fuckt halt so ein bisschen ab. Nicht Socke, nicht Layla, Pieri. Ja. Ist recht interessant. Also ich das Aufleveln, keine Ahnung, das ist so eine Sache für sich. Man muss das halt irgendwie... Das gehört zu diesem Spiel dazu. Und wenn es nicht hier wäre, würde ich glaube ich echt was vermissen. Also es wäre kein richtiges Secret of Mana, wenn ich... Alter, wo haben wir die schon wieder verloren? Achso, du hast keine Magiepunkte mehr. Ah, okay. Ja, dann machen wir das gleich so, dass wir heilen. Alles schön auf Pieri jagen. Und dann gehen wir jetzt Richtung Mühldorf und schlafen da. Also wie gesagt, wir müssen jetzt nach Pandora als nächster. Ja, das ist dumm, wenn man sich selbst teilt, weil da nichts geht. So, jetzt ist sie nämlich bei ihr weg. Jetzt können wir schon wieder auf Pieri gehen. Also Leas Magiesachen aufzubauen ist ein bisschen angenehmer als die von Socke. Aber... Ja... Ist eigentlich jetzt eher unwichtig. Also Froster braucht man tatsächlich fürs Heilen und ich wüsste keine andere Magie von der Layla, die man brauchen kann überhaupt. Also vielleicht eine, das andere ist so ein bisschen nützlich, aber nichts, wo ich wirklich genutzt habe jemals. So, einmal noch Socke und dann haben wir es. Das ist die Energie, die Magiepunkte sind dann weg. Ah ja, wir wollten ja Layla spielen, dass die anderen Deppen die Gegner zerstören können. Ja, jetzt müssen wir halt einmal hoch nach Mühldorf. Die Axt sehe ich jetzt tatsächlich auch nicht so im Vordergrund, dass die jetzt unbedingt gemacht werden muss, weil die Axt ist jetzt keine wichtige Waffe. Und ganz ehrlich, bei nächsten großen Aufleveln von Waffen, weil ich finde, wenn man nicht mindestens 4 Waffen zum Aufleveln hat, dann lohnt sich das Aufleveln gar nicht, sondern dann gebe ich einfach mal so den Leuten die Waffen und gehen halt dann von allein auf dem Weg meistens schon hoch. Vom Level her sollten wir es auch schaffen. Ich habe mal einen Guide nachgelesen. Der nächste Tempel, der wird nicht so angenehm jetzt werden wie der Lava-Tempel, sondern von den Zwischengegnern, also da sind halt Gegner drin, die einfach übel stark sind und die zaubern können und das ist dann übelste Abfuck und da bin ich ehrlich gesagt froh, wenn wir das hinter uns haben. Ja, macht ruhig die Gegner. Ihr müsst die Gegner kaputt machen. Ihr seid meine Lakaien. Wie Socke immer so schön betont. Okay, cool. Ja, dann gehen wir mal kurz schlafen, dass Socke und Layla die Energie regenerieren können. Und dann gehen wir weiter runter nach Pandora. Was, also ich finde, da der Gegner, wo jetzt dann kommt, der ist auch ein bisschen unschön. Also er ist machbar, wirklich.
Aber wenn man's Rocky nicht hochgelevelt hat, ist der echt asozial. Und das ist auch wieder was mit Timing. Ja, wir haben so viel Kohle. Ich glaube, Kohle wird... Okay, doch, ich weiß, ein Punkt da, wo alles sauteuer ist. Ah, jetzt kommen wir in Gespräch. Seit der Sache mit der Hexe, wie hieß sie, Tura, habe ich noch mehr Respekt vor Magie. Allerdings, das ist schon eine harmlose Oma in so eine fiese Hexe verwandeln könnte. Dupiri? Was ist, Zocke? Tura war früher gar nicht böse und gemein, richtig? Richtig, ich habe gehört, sie war eine ganz normale ältere Dame gewesen. Und dann wurde sie durch Magie zu dieser fiesen Hexe, richtig? Jetzt frage ich mich, was wohl passieren würde, wenn jemand, der schon von Haus aus böse ist, so eine Magie im Finger bekommen würde. Ich denke mal, jemand würde zu einer noch fieseren Hexe werden. Nicht wahr? Also, was würde man wohl passieren, wenn die Magie von Layla auf einmal richtig mächtig werden würde? Boah, daran ist gar nicht zu denken. Gegen so eine fiese Hexe hätten wir keine Chance. Haha. Was wollt ihr denn bitte damit andeuten? So, jetzt gehen wir wieder Schlafi-Schlaf. Und dann geht's gleich wieder kämpfen gegen die Monster und runter Richtung Pandora. Ich habe tatsächlich schon wieder Hunger. Also ich habe nach der letzten Folge gegessen, lecker Pommes von Kochlöffel. Ich weiß gar nicht, gibt es Kochlöffel auch woanders außer in Bayern? Also keine Ahnung, als ich jetzt zum Beispiel in Hamburg war, da war ich so täglich beim Pizza Hut dreimal. Aber ein Kochlöffel ist mir da jetzt gar nicht aufgefallen. Bei uns gibt es halt wirklich in jeder Stadt einen Kochlöffel. Also egal wie groß die Stadt ist, ich wüsste jetzt keine. Also es muss halt kein Markt sein, sondern schon eine Stadt. Und da gibt es halt einfach überall einen Kochlöffel. Gibt es das in restlichen Deutschland oder... Also es ist mir jetzt zumindest nicht aufgefallen irgendwo. So, du machst das. Layla macht das. Wir können auch Layla dann im Gasthaus als... Okay, Layla hat die neue Energiestufe. Dann können wir gleich bei Rocky die nächste 4 MP 2-3. Dann nehmen wir eindeutig das hier. Eine Schutzaura. Damit haben... Also, das ist eigentlich ein recht guter Zauber, aber wenn die halt unaufgepowert ist, bringt die halt den Scheiß. Also, ich kann es mal vormachen. Hier, Piri kriegt jetzt praktisch einmal eine Schutzmauer um sich rum. Ja, jetzt hat er halt mehr Verteidigung. Also, Piri hat halt jetzt mehr Verteidigung. Das, ja, das kann man halt immer machen und ich... Wie gesagt, ich muss halt alles irgendwie hochkriegen. Es tut mir leid, aber das ist halt jetzt ja gerade nicht so spannend. Ja, ich habe auch ein paar Themenvorschläge wieder bekommen. Um die werde ich mich gleich kümmern, nachdem wir diesen süßen kleinen Pogo-Puschel ausgesaugt haben. Und Piri eine Schutzmauer verpasst haben. Wie süß. So. Was ist drin? Ein Bonbon. Ja, Bonbons sind ab diesem Zeitpunkt, glaube ich, so richtig unwichtig, einfach weil man halt andere Sachen hat. Also man hat halt einfach Magie und mit dieser Magie kann man sich besser volleveln als mit allen anderen, also. Wir können mal schauen, wie weit jetzt der Zocker schon ist. Hier kann man nämlich auf die Magie schauen. Okay, sie hat jetzt 80% bei Froster und bei ihnen hat sie noch 0. Layla hat schon 45%. Ja, das wird so ein kleiner Abfuck immer werden, weil vor allem dann steigen halt die Level auch schwerer. Das ist wie mit den Waffen. Nur dass ich finde, dass Magie ist halt asozial, dass du halt dann dauernd schlafen gehen musst. Und bei den Waffen musst du halt nicht schlafen gehen. Also irgendwann wird Sokek nicht nur einen KP-Sog haben, sondern auch einen MP-Sog. Da wird es mit Sokek ein bisschen schöner aufzuleveln. Aber das dauert halt noch, keine Ahnung. Ich würde sagen, in den letzten Drittel vom Spiel bekommt man das erst. Okay, Piri, ja. Die kann aber auch nicht die Axt nehmen, weil die ja gerade Piri hat. Und oder ist Piri jetzt gerade gestorben? Ja, stimmt. Piri. Aber ich verwechsel die ja noch, weil mein Hund halt Piri, die trägt so gern Socken durch die Gegend. Ja, dann nimmt einfach mal Layla die Axt, würde ich behaupten. Ich wechsle um auf Piri. Socke braucht eh noch ein bisschen. Ja, das passt jetzt gut. Ja, wie gesagt, das wird jetzt noch ein bisschen... Das Aufpowern ist asozial, aber es muss leider sein. Ja, dann gehen wir mal Richtung Dorf.
So, mach die mal kurz kaputt und ich schau mal ganz kurz, was wir für schöne Themenvorschläge haben. Waffenlevel von Socke. Okay, das interessiert mich jetzt ziemlich wenig, weil irgendwer muss ja hier Kraft aufmachen. So, meine Story. Über Corona? Okay, nächstes Thema Corona. Ich habe es ja schon mal lang und breit erzählt. Ich glaube, in der ersten Auflevel-Folge von Secret of Mana. Ich halte wenig. Also ich denke, Corona existiert natürlich. Das ist ein Virus, der muss existieren, mehr oder weniger. Aber ich denke nicht, dass in diesem Umfang existiert, wie uns die Bundesregierung erzählt. Zum einen, ich kenne keinen einzigen, der Corona hat oder hatte. Und bei uns gibt's, also wir waren jetzt teilweise über die 35%, fast an den 50. Und ganz ehrlich, ich kenne keinen einzigen. Keinen. Und ich weiß ja, dass die Zahlen manipuliert werden. Jeder 10. Test ist einfach fail. 10% der Tests sind einfach fail. Das kann jetzt in eine Richtung oder in die andere gehen. Ja, komm, wir zahlen. Ja, deswegen... Ah, jetzt reden sie wieder. Ich kann kaum glauben, wie jung Aquaria aussieht. Ich wäre nie drauf gekommen, dass sie hunderte von Jahren alt ist. Eine Oma wie sie habe ich noch nie gesehen. Bei unserem ersten Treffen habe ich sogar nicht gleich erkannt und sofort einen Ampfiff von Victor gekriegt. Was ist nur ihr Geheimnis? Hey, was ist das für dieser ernste Gesichtsausdruck? Egal wie alt ich werde, Hauptsache ich sehe Ende nicht so aus wie die Hexe Tura. Was macht Aquaria das nur? Ich hab's, es muss das Wasser des Wassertempels sein. Ich wette, es strotzt nur vor Frosters Magie. Das muss es sein. Ich muss also nur jeden Tag im Wasser des Wassertempels baden. Hihi, und schon werde ich bis zu meinem Lebensende jung und knackig aussehen. Was hat sie sich denn wieder in den Kopf gesetzt? Ich frage lieber erst gar nicht nach. Habt ihr beide irgendwas zu sagen? Nicht doch. Einige Dinge nehmen wir lieber einfach so hin. Ja, es ist schwer irgendwie. Ich habe versucht, so meine Stimme ein bisschen abzuändern, aber ich kann das nicht. Ich kann das sowas von gar nicht. Vielleicht erkennt man einen minimalen Unterschied, aber ich denke ja nicht. Okay, gut. Jetzt gehen wir praktisch wieder vor die Tür. Also wir könnten jetzt runtergehen in die Ruine und da ein paar Gegner besiegen. Wir würden sicher schneller leveln und komm, das machen wir einfach mal, weil wir müssen eh unsere Energie loskriegen. Ich hoffe, wir kommen da rein, ohne irgendwas jetzt auszulösen. Ich hoffe es sehr. Aber ich glaub, es geht gar noch nicht, weil wir müssen noch vorher woanders hin. Ich möchte es ja eigentlich nur in den Hauptfolgen machen und nicht in meinen Levelfolgen, die ganze Story. Also ich sehe jetzt auch nicht das mit den Schlafen gehen der Story an, weil das sind einfach so Dinge, die sind so nachträglich eingefügt worden. Ah, cool, ja, mit dir müssen wir reden. Gut, da kommen wir noch nicht weiter. Okay, dann besiegen wir einfach weiter hier die Low-Gegner und steigen halt nicht viele Level hoch, sondern leveln einfach nur unsere Magie und unsere Waffe hoch. Weil es ist ja eigentlich nur noch die Axt, die fehlt und die hat jetzt halt Layla und ja. So, gleich mal Energiesog und du auf Piri erstmal hier zaubern. Ah, das ist schon cool gemacht mit diesen Schnellschaltungsteilen. So, jetzt kann ich praktisch Socke da sagen. Ja, das ist halt jetzt so ein Prozess, wo ich halt immer das... Wenn die Axt jetzt auch nicht voll ist, werde ich übrigens auch nichts drauf geben, weil ich die Axt nicht als wichtig empfinde und... Ja. Ach ja, wir waren ja bei dem Thema Corona. Ja, ich halte eher wenig davon, weil ich halt... Okay, Socke hat ihre Magiestufe erreicht. So, dann wechseln wir einmal kurz auf Pussy Socke Layla. Darf ich vielleicht auch noch sehen? Achso, ich kann gerade nicht auf Socke, weil die aufgefüllt wird. Okay. So, jetzt müssen wir schauen, was am wenigsten von Rocky. Eins, das ist perfekt. Dann geht das auch mal hoch. Ja, wie gesagt, das ist jetzt halt so ein kleines Problemchen. Aber es kostet nur einen Energiepunkt, das heißt,
Ja, die sind dann langsamer, wenn man die so verzaubert. So, jetzt können wir einfach nur den Gegner anschauen und können dann praktisch nebenbei hier alles schön heilen und alles Mögliche. So, hier. Okay, achso, Layla hat keine Magie mehr. Und du dann auch nochmal hier. Okay, ich glaube, es ist einfach tot. Okay, wir suchen uns neue Opfer. Mach ihn träge. Wie die auch so herfliegen, nicht so, die total so spackend fliegen die hier. Okay, jetzt hat keiner wieder Magiepunkte. Ich kann ja mal schauen, wie weit die Damen dann schon sind. 54%. Okay, Layla hat's nach den nächsten. Was macht ihr da? Kommt, wir gehen wieder heim. Also schlafen. Wir brauchen ein bisschen Energie. Also Magiepunkte brauchen wir. Das wäre jetzt eine Sache, wo es total vorteilhaft wäre, wenn wir schon in Level keine Ahnung was wären, weil wir einfach mehr Magiepunkte haben, aber das haben wir eben nicht. Deswegen, ja. Und das Corona, keine Ahnung, ich finde es halt lustig, die Bundesregierung hat es im Herbst schon vorhergesagt und ich glaube halt, dass das alles ein bisschen mehr abgesprochen ist, als was man so durchsickern lässt. Und Corona, ganz ehrlich, es ist nicht mal so tödlich, wie es angekündigt wird. Eine Grippe ist tödlicher. Und gegen die Grippe machen wir eigentlich auch nichts. Da kannst du dich impfen lassen. Toll, hier kannst du dich halt nicht impfen lassen. Aber alle machen einen Zirkus draus, aber es ist doch weniger tödlich, deswegen was soll's. Ich wünsche, ich könnte auch zaubern. Warum könnt ihr beide nur die Magie nutzen? Ich wusste nicht mal, dass man keine Magie einsetzen kann, wenn man das Mana-Schwert führt. Keine Sorge, Layla und ich zeigen unseren Gegnern schon, wo der Hammer hängt. Ich würde euch auch so gerne zeigen, wo der Hammer hängt. Zieh keine Schnute, immerhin kann dein Schwert mit Magie verstärken. Genau, solange wir zusammenarbeiten, sind wir unbesiegbar. Manchmal sagst du ja richtig tiefgründige Sachen, wie dem auch sei. Die Heilzauber könnt ihr jedenfalls getrost mir überlassen. Puh, irgendwie bin ich jetzt froh, dass du nicht die Angriffszauber bekommen hast, Layla. Was, warum? Weil du dann bestimmt eine ganz richtig grausame Hexe werden würdest. Schlimmer als Tura. Ach, sind dir die Nettigkeiten schon wieder durch? Ich nehme alles zurück. Viel Spaß beim Selbstteilen. Na na, reg dich drüber nicht auf. Doch nicht gleich so auf. Oh, du stellst dich auf die Seite von Socket. Du kannst dich ja aber ab jetzt auch selbst teilen. Oh Mann. Dann gehen wir wieder schlafli. Ja, möchte ich. So, dann schauen wir gleich mal, wann ihr eigentlich euer nächstes Level abbekommt. 14, das reicht tatsächlich. Okay, ja, demnächst. Ich vermute noch, bevor wir einmal nach unten gehen. Aber wir haben jetzt da praktisch nur noch also bei Layla ein Level und bei Socke eine halbe Level. Das heißt, ich schätze mal so, dreimal schlafen gehen und dann sollten wir es tatsächlich haben. Und ich freue mich schon, wenn wir es haben, weil dann geht es endlich mal actionreich weiter. Und Sockes Schlammbombe ist dann wirklich unschlagbar, weil die ist eigentlich das, was die meisten Gegner in Angst und Schrecken versetzt, vor allem hier am Anfang. Und ja, das wird schön werden. Layla hat neue Magiestufe erreicht. Ja, schön verzaubern. Piri. Ja, das ist jetzt gerade eigentlich recht chillig. Ja. Um zu Corona zurückzukommen. Also selbst ich würde das gerne einfach selber haben, dass ich es ausprobieren kann. Ganz ehrlich, auch wenn ich total dumm bin, dass ich das haben möchte, aber ganz ehrlich, ich habe dann wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie es ist,
die Viren sich abändern, aber wenn es ist wie Winged Pokémon, hat man das einmal und nie wieder. Okay, nur noch Socke hat praktisch Magie. Einmal auf die... Wie heißen die? Dornwespen? Okay, jetzt müsste es sein. So, dann könnt ihr noch ganz kurz die Gegner kaputt machen. Layla, nicht weglaufen. Sollst du deine Axt aufpowern und nicht hier weglaufen. Gegner besiegen ist hier angesagt. Okay, perfekt. Ja, dann gehen wir nochmal schlafen. Ich hoffe, jetzt labern sie nicht mehr. Also die Texte, keine Ahnung, schön, dass man die eingefügt hat, aber ich hätte es nicht gebraucht. Irgendwie, keine Ahnung, was hat man in diesem Spiel gemacht? Man hat alle Namen geändert, alle Texte geändert und da hat diese Zwischenszenen da eingespielt und die Grafik ein bisschen verunstaltet. ja, einmal schlafen. Ja. Ja, 10 Gold. Wir haben so viel Geld. Ganz ehrlich, hier nehmen wir unser Vermögen. Gehen wir direkt schlafen, ohne zu labern? Boah, wie geil. Wir haben alle 10 mal abgearbeitet. Ein gutes Gefühl. Ja. Ja, wir haben jetzt gerade 175 Leben bei Piri. Ich hätte gerne ein bisschen mehr, weil ich weiß, dass der nächste Gegner ziemlich asozial wird. Da werde ich es auch wieder so machen. Ich werde mit Layla spielen. Mit ihr heilen, wenn es notwendig ist. Ein bisschen draufhauen und mit Socke eigentlich den Schnellgriff machen. Das ist, glaube ich, am effektivsten bei den Gegnern, der jetzt dann kommt. Und ich hoffe, dass die anderen das gut hinkriegen, weil der Gegner ist so ein bisschen... Wie soll ich sagen, da ist Timing alles. Ich weiß nicht, ob die das in diesem Spiel vielleicht abgeändert haben, weil der Gegner zu schwer ist oder so. Ich bin schon mal gehangen an den Gegner. Ich denke nicht, dass es diesmal passieren sollte, weil ich halt dieses Spiel beherrsche. Ja, wie gesagt, wir hauen einfach nur gerade unsere Magie raus. Und freuen uns drüber. Und hoffen drauf, dass wir demnächst mal ein Level hochsteigen. Okay. Ja, ich denke, dass wir... Okay, Socke hat's. Und Layla hat keine... Ich hätte nicht gedacht, dass wir Socke vor Layla haben. Okay, Stufe 2, okay. Noch einmal hier hingehen und dann sollten wir es haben. So, jetzt bitte einmal Axt aufpowern. Ich hätte es gern, dass Socke die in Tempel hat. Also, ihr seht auch, es wird immer weniger ein Problem. Die Waffen werden stärker. Irgendwann kriegen wir jetzt auch noch bessere Ausrüstung. Also, ich sage mal, nach dem nächsten Tempel kriegen wir bessere Ausrüstung. Und dann... Keine Ahnung, also diese Anfangsgegner, die wo echt mal ein bisschen ein Problem waren, die sind halt jetzt nichts. Steigt zufällig Layla gleich ein Level hoch? 327, ne. Was wollte ich schauen? Genau, wie lange ihre Waffe noch braucht? Ja, 73. Ja, wie gesagt, hier so ein paar Gegner umzuhauen ist jetzt nicht das Problem und ich werde das gleich im Gasthaus am Verledigen von Layla noch ein paar Mal die Schutz... Mauer zu zaubern und das war's dann auch. Heilkräuter. Schön, ja. Ist nicht schlimm, dass wir keinen Platz mehr dafür haben. So. Dann einmal schlafen gehen, mit Layla noch die Schutzaura machen, dann nochmal schlafen gehen. Und dann beginnt auch schon die nächste Folge, würde ich mal sagen. Also wie gesagt, das war jetzt eine nicht so lange Auflevel-Folge, weil wir nur die Magie hochgelevelt haben. Und die Magie ist halt easy. Also das Nervige ist halt, das 2 Level hoch zu leveln, aber es werden, also wie gesagt, es gibt 8 Mana-Samen, glaube ich. Also mal irgendwas von 0 auf 8 hoch zu leveln, ist dann nicht mehr so schön. Na gut.
Aber jetzt am Anfang ist halt noch alles ziemlich chillig und... Da, wie gesagt, der schlimmste Gegner ist eigentlich der Schmusekater und der... Die nervigsten... Also es gibt jetzt dann noch einen nervigen Gegner, aber das... Ein bisschen dauert's noch. Ich glaube, der... drittnächste Gegner ist es. Jetzt müssen wir erstmal Layla ein paar Schutzauren zaubern lassen. So, er ist weg. Das heißt, ich kann jetzt auf Socke gehen. Und einmal noch. So, perfekt. Dann gehen wir nochmal kurz schlafen. Ich möchte nochmal kurz mein Geld ausgeben. Ja. Ja, 10 Gold ist nicht schlimm. Wir haben, wie gesagt, genügend. Also an diesem Spiel hat es an einer Stelle bisher bei mir nur an Gold gehapert, aber das ist... Das dauert noch ewig. Ansonsten hatte ich immer genügend Geld. Okay, dann speichern wir nochmal schnell. Und dann würde ich mich mal an dieser Stelle verabschieden und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder, wenn es dann in die Ruinen geht. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser kleinen Offline-Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.